Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir hatten vor, jetzt diese Folge uns die restlichen noch zwei Schreine zu erledigen, dass wir uns direkt 5 Herzen holen können. Allerdings bin ich noch unschlüssig, was ich machen soll. Ich weiß, dass es hier einen Schrein zu holen gibt, weil wir hier eine Kugel entlang gehen müssen. Ich weiß, dass hier oben einer ist. Ich weiß, dass hier einer ist. Allerdings muss ich hier irgendeine Drachenschuppe darbieten. Und ich weiß eben nicht, wo dieser Drache ist. Dann weiß ich, dass hier einer ist und da. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach in 2 neue Gebiete gehen sollte. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich am einfachsten sein, oder? Dann haben wir auch gleich Schreine in den Gebieten und können uns direkt dahin teleportieren, falls wir die holen und machen. Gut, eins ist Hyrule Mitte, glaube ich. Das machen wir dann zum Schluss. Das andere dürfte Gerudo-Wüste sein. Es wäre natürlich sinnvoll, da schon ein Schrein zu haben. Ach, hier oben schneit's, gell? Ja, das ist Gerudo-Wüste, sprich 1, 2. Und warum ich keine Stämme mehr habe, ist, ich habe, so viel es geht, von dem Crocs markiert. Und es sind doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Also Akala ist fast... Also Akala habe ich alles markieren können, aber Eldin war es dann, waren schon wieder... Also Todesberg hier waren dann wieder die Krog, die Markierungen aus. Also das nächste, was wir auf jeden Fall dann erkunden, ist Akala, wenn wir den Titan haben. Dann von Akala gehen wir auf Eldin und von Eldin gehen wir zu dem... Gehen wir zu dem, zu dem Wald der Crocs, das Gebiet dann über dem Schloss. Sehe ich von hier vielleicht einen Schrein, den ich leicht erreichen kann? Da dürften Hinox-Flaggen, genau. Aber um den kümmern wir uns jetzt noch nicht. Sondern um den Schrein hier. So. Ich möchte gerade überlegen, ob ich danach mich wieder hoch teleportieren soll, um dann zu dem anderen Schrein, den wir da hatten, zu fliegen. Ich glaube, das mache ich sogar. Weil von hier zum Gerudo-Gebiet zu laufen, ist ein bisschen weit und es dauert zu lang, finde ich. Da ist Teleportieren einfacher und schneller. Eine Kraftprobe ist es. Dann Schwert ausrüsten. Kleidung. Können wir wieder wechseln. Aber eine leichte Kraftprobe ist eigentlich, wie ich schon sagt, leicht eigentlich. Und schon ist es kaputt. Ja. Hat er sehr lang gehalten, ne? Komm schon. Komm schon. Komm schon und da oben bist du. Hoffentlich droppst du einen antiken Reaktorkern. Nee, natürlich nicht. Mann! Ich baue da nur noch einen, dann kann ich das Stasis-Modul verbessern. Aber antike Materialien sind ja besser als nichts. Oder vielleicht ist da in der Belohnungstruhe was drin. Das kann es natürlich auch sein, ne? Komm schon. Und dann, wenn wir das Master Sword haben... Oh, ist sogar ein antiker Reaktorkern. Also, Planänderung. Wenn wir die zweite, wenn wir die, den dann einen anderen Schrein gemacht haben, gehen wir zurück nach Atheno, holen uns da das bessere Stasis-Modul und danach gehen wir zum Weiterkrauk und holen uns das Master Sword. Weil, dann, wenn wir das Master Sword haben, schaue ich mal, ob es da noch irgendwelche Nebenmissionen gibt, die ich anfangen kann oder annehmen können und danach gehen wir zurück zu Eldin und schauen, dass wir den Todesberg beklimmen. Dass wir unseren zweiten Titan anfangen.
Weil wenn man mit das Master Sword haben, dann gibt es ja extra Dialog und das will ich halt wissen, wie sich das ändert. Jetzt. Jetzt wieder da nach oben und dahinter liegen. Dann ist es heute sehr viel teleportieren, hä? Naja, muss ja auch sein. Aber eventuell werde ich anfangen, die Teleportier- und Ladesequenzen rauszuschneiden für euch, dass ihr mehr von der Folge habt. Das, denke ich, werde ich irgendwann mal machen. Wenn ich Folge 100 habe oder so, werde ich dann schneiden. Bis jetzt lasse ich es noch drin. Bis jetzt rede ich ja noch dazwischen, wenn ich... Aber irgendwann werde ich dann die Dinger wahrscheinlich rausschneiden. Dann ist für euch die Folge flüssiger. Alles auf einmal da. Hallo, Herzer, danke. Jetzt dürfte es eigentlich da drüben zu heiß werden für mich. Weil wir dann in der Wüste sind. Und da oben ist dann der Turm. Ja, passt. Wenn wir dann die Gerudo-Wüste anfangen, können wir von hier dann versuchen, den Turm da oben zu erklimmen. Ja, na. Das erste Mal in der Gerudo-Wüste. Ja, und wenn wir dann die 15 Herzen haben, dann gehen wir da auf Ausdauer. Und die, glaube ich, haben wir auch nötig, dass wir sie mal aufpushen. Das heißt, wir müssen nur noch, nachdem wir die 13 Herzen haben, nur noch 4 Schreine holen. Und dann das letzte Mal auf Herzen gehen, weil wenn wir den Titan machen, dann gibt er uns ja nochmal einen Herzcontainer, der Boss. Sprich, wir sind danach auf 15 Herzen, das heißt, wir können danach dann auf Ausdauer gehen. Ruhe und... Moment. Hä? Das war zu stark. Okay, ich glaube, ich brauchte nur einen Bogen, einen Einfachschussbogen. Und dann, wenn das durch ist, dann... Jetzt hat. Es hat funktioniert, passt. Na, dann musste ich jetzt die Zeit auslaufen lassen, wegen der Animation konnte ich es nicht mehr aufheben. So, dann wird es ja auch irgendwo eine Truhe geben, wahrscheinlich. Na, nur weil ich da habe ich schon. Und der greift mich jetzt safe an, weil ich jetzt die Animation da war. Oh, ich kann noch ausweichen. Ja. Und Tatsache, nur einmal Bogen halt. So. Die Kugel muss darüber. Komm schon. Hältst du den Strahl auf, Kiste? Natürlich nicht. Jetzt muss ich echt auf den Stein warten hier. Alter. Depp. Muss halt das ausschalten hier. So, jetzt einmal durchrennen. Hoffentlich langt es. Ja, es passt, aber ich brauche jetzt halt einen Stein. Wie hier. Komm schon. Oh, Alter, geschafft.
Jetzt muss ich nur noch die Truhe holen. So. Hier. Jetzt. Opal. Haben wir alle? Moment, habe ich gar nicht bei den anderen überprüft. Aber haben wir alle. Passt. Ja, was ist beim anderen auch überprüft? Bei der Kraftprobe, da gibt es ja noch eine Truhe. Egal, jetzt haben wir 20 Zeichen der Bewährung. Wir können uns 5 Herzen holen. Normale Spieler würden halt nach 4 direkt irgendwas eintauschen gehen. Ich, der auf 20 hochspart. Ah, geil. Dann schauen wir mal, dass wir uns heute das Master Sword holen. Damit haben wir dann auch eine neue Waffe, die weiß ich nicht, wie stark die ist. Aber egal eigentlich auch, wie stark sie ist. Es ist halt eine wichtige Waffe, die wir brauchen, storybedingt. Eigentlich brauchen wir sie auch nicht, aber ich will sie einfach haben. Ah, da steht mein Pferd immer noch in Athenu. Er ist immer noch im Athenu-Institut. Finde ich geil. Find ich geil. Naja. Jetzt holen wir uns auf jeden Fall die Verbesserung für das Stasis-Modul. Dann lädt es schneller auf und, glaube ich, macht noch mehr. Hi, hi, Abend. Hier antike Materialien. Welchen Modul möchtest du verbessern? Stasis. Hätte ich gern 3 antike Reaktorkerne. Ja, bitte. Also dann 3 antike Reaktorkerne und ein geschlossenes Katschika, bitte. Erledigt. Verbesserung des Stasis-Moduls beginnt jetzt. Leitsternsperre aufgehoben. Packen wir es an. Ich trinke kurz was während der Animation, gell? Schicker schon erkannt. Verbesserung des Stasis-Moduls initialisiert. Verbesserung des Stasis-Moduls abgeschlossen. Genau so. Das Leitsternchen hat auch alles gegeben. Hm? Oh, du hast schon alle Module verbessert, oder nicht? Mit diesem Schickerstern und deinen Schwertkünsten ist kein Kraut gegen dich gewachsen. Selbst die Verheerung Ganon hat nicht den Hauch einer Chance gegen dich. Damit haben wir diese Nebenmission auch abgeschlossen. Boah, Heilige. Vor meiner Nase zuhören. Hier, Stasis-Modul Plus. Die gestärkte Variante kann auch Monster anhalten. Ah, das war's. Werden gestoppte Objekte erschüttert, statt sich bewegen. Ja, genau. Passt. Also auch jetzt Monster anhaltbar. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Walter Crox. Und tauschen unsere Zeichen Bewährung gegen Herzen aus. Und dann holen wir uns das Master Sword. Dass wir uns nächste Folge auf dem Weg zum zweiten Titan machen können. Zum Todesberg halt. Und momentan geht es eigentlich relativ schnell mit dem Laden. So. Irgendwo geht es doch in den Baum rein. Und da drin ist, glaube ich, eine Statue, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Sehe ich schon. Hier sind hier Sachen zu verkaufen. Schwertling habe ich schon. Maxi-Trüffel habe ich schon. Ausdring habe ich schon. Spurtling habe ich schon. Rüstling habe ich alles schon fotografiert. Beten. Ja, ich habe Herausforderungen bestanden. Ich erbitte Herzen. Ja, ich möchte ein Herz kriegen. Jetzt müssen wir uns halt ein paar Mal diese Animation anschauen. Aber das dürfte kein Problem sein. Einen weiteren Herzcontainer.
Damit haben wir 9 Herzen. 2, 4, 6, 8, 9, ja. Ja, ich habe bitte Herzen. Ja. Oh, wir müssen uns nicht die ganze Zeit diese Emotionen gucken. Du scheinst noch weitere Zeichen der Bewährung zu besitzen. Ich hätte aber da. Ich will ein weiteres Herz, ja. Ja, das finde ich gut, dass sie das eingebaut haben. Dann dauert es wenigstens nicht so lange, jetzt die Herzen einzutauschen. 2, 4, 6, 18, 11. 12. Und 13 gleich. 13. Das finde ich gut. Jetzt haben wir 13 Herzen. Bring den Frieden zurück nach Hyrule. Mache ich doch gerne. Und jetzt würde ich sagen, um der Stimmung angepasst zu sein, ablegen, legen wir alles ab. Jetzt ziehen wir nämlich das Master Sword. Oder versuchen es zumindest zu ziehen. Und meine Freunde. Wir ziehen erst das gute Stück. Ja, da ist das Schwert, was ich haben will. Aber erstmal hole ich mir die Prinzessin Inzian hier. Ziehen. Der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Ich muss kurz eingenickt sein. Wer bist du? Oh. Endlich bist du gekommen. 100 Jahre. So lange hast du mich jetzt hier auf deinen Besuch warten lassen. Ich dachte schon, ich verdorre, bis du dich endlich blicken lässt. Aber so wie du mich ansiehst, scheinst du dich an gar nichts mehr zu erinnern, oder? Ich wache über Hyrule. Seit es diese Welt gibt, stehe ich schon hier. Mein Name lautet Dekubaum. So nennt man mich von alters her. Diese Waffe wurde vor Urzeiten von der Göttin erschaffen. Nur der auserwählte Ritter darf sie führen, um damit die Verheerung zu bekämpfen. Das heilige Bannschwert. Und ob du es glaubst oder nicht, du selbst warst es, der vor 100 Jahren das Schwert aus seinem Stein zog. Doch übe dich in Geduld, mein Junge. Wer auch immer wagt, es zu ziehen, wird von dem Schwert selbst auf eine harte Probe gestellt. Ich kann nicht sagen, ob du in deinem jetzigen Zustand seiner würdig bist. Wenn du versuchen solltest, es aus dem Sockel zu ziehen, bevor du deine einstige Stärke wiedererlangt hast, wirst du auf der Stelle den Tod finden. Nimm dich in Acht, mein Junge. Wer dieses Schwert ziehen will, muss aus der Höhe seiner wahren Kräfte sein. Muss auf der Höhe seiner wahren Kräfte sein. Wollen wir sehen, ob du bereit bist. Das Schwert des Helden. Und jetzt? Erhalten. Komm schon. Bitte sag, ich habe mich nicht geirrt und ich habe genug Herzen. Komm schon.
An diesem Ort sollst du ruhen und den Tag erwarten, an dem dein Gebieter zurückkehren wird. Selbst wenn der lange Schlaf ihn seiner Erinnerungen beraubt, wie du befürchtest. Ich bin mir ganz sicher, er wird seinen Weg zu dir finden. Hohe Priesterin von Hyrule, was hast du nun vor? Dieses Schwert, das Masterschwert hat zu mir gesprochen. Es sagt, ich hätte eine Aufgabe. Es gibt etwas, das ich tun muss. Du bist sehr stark geworden, Hohe Priesterin. Großer Deku-Baum, wenn er irgendwann kommt, könnt ihr ihm eine Botschaft übermitteln? Mein liebes Kind, deine Worte gehören dir allein. Er sollte sie aus deinem Mund hören, denkst du nicht auch? Ja. Was du gesehen hast, spielte sich vor 100 Jahren an diesem Ort hier ab. Das Schwert hatte gerade seinen Meister verloren. So nahm die Hohe Priesterin es an sich, brachte es hierher zu mir und überließ es meiner Obhut. Bis zum heutigen Tag setzt sie ihren verzweifelten Kampf im Schloss von Hyrule fort. Immer im festen Vertrauen, dass du ihr eines Tages beistehen wirst. Ihr Lächeln war wirklich bezaubernd. Ich wünschte mir, ich könnte mich noch einmal daran erfreuen. Das Masterschwert. Kraft 30. Dieses legendäre Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen und die Verheerung zu bekämpfen. Nur der vom Schwert erkorene Held kann es führen. Der Name dieses Schwertes lautet Masterschwert. Wenn du die Verheerung Ganon und ihren Manifestationen gegenüberstehst, wird es von heiligem Licht erfüllt sein. Du darfst es jedoch auf keinen Fall überanspruchen. Schwingst du es zu oft umher, wird es schartig werden und seine Kraft verlieren. Sollte das passieren, musst du warten, bis es sich regeneriert hat. Es wäre töricht, sich im Kampf mit Ganon einzig auf dieses Schwert zu verlassen. Und für alle Fälle vorbereitet zu sein, solltest du auch die Titanen befreien. Damit haben wir jetzt das gute Stück. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Und in der nächsten Folge schauen wir, dass wir unseren nächsten Titan angehen. Ciao, euer Gladius.